Ja. Was? Ich hab was Krasses für dich. Du wohnst ja schon ziemlich lange in diesem Haus, ne? Ja. Hast du nicht langsam auf Bock auszuziehen? Ja, schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was würdest du sagen, wenn ich da was für dich habe? Das finde ich immer gut. Aber wenn ich ausziehe, will ich nicht so weit weg. Ich habe eine Lösung für dich, Lea. Wir können ausziehen und zwar im Garten. Oh. Ich habe mir ein Haus gekauft, Leute. Wo ist es denn? Ja, das zeige ich dir. Du bist schon mal vorbeigegangen im Haus. Da drin. Hier ist es drin. Yay. Kann nur scheiße sein. Das ist mega geil, Leute. Denn das ist eine riesige Glaskuppel. Lea packt deine 7 Sachen. Wir ziehen aus. 1, 2, 3, 4, 5 reichen. Das reicht zum Überleben. Ich nehme meine 7 Sachen. Okay, Leute, unser neues Haus. Reit es aus, Lea. Scheiße ist das Haus. Ey, das habe ich gekauft, Lea. Ich habe mein ganzes Erspartes dafür ausgegeben. Sagen wir, schnipsen das auf. Für das Haus müssen wir leider Strom bei unserem anderen Haus klauen, aber das ist ja egal. Hauptsache, wir sind ausgezogen. Lea, drück den Knopf. Unser neues Haus. 3, 2, 1. Tada! Da ist unser Haus, Lea. Ich habe einen Anfall bekommen. Okay. Lea, das ist unser neues Haus. Hier ist mein ganz kleiner Hafen. Und du hast ganz klein. Du siehst ja, es gibt 2 Zimmer, ne? Das Zimmer und das Zimmer. Ich kriege das große. Nein, das ist jetzt die Frage, Lea. Ja, wir müssen jetzt eine Runde Schinkenschlange spielen, wer das große Zimmer bekommt, okay? Mit Brunnen. Na, ohne Brunnen. Okay, los. 1, 2, 3. Schinkenschlange. Ja! Ich kriege es. Nein. Na gut, dann hast du halt das große Zimmer. Ist mir auch egal. Warte mal, bevor wir aber einziehen, müssen wir noch eine kleine Besichtigung machen. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. I can't get it. Leute, wir sind drin, aber irgendwie bricht es auf uns gerade etwas ein. Ist ja dein Zimmer, von daher. Mach es zu, Lea, mach es zu. Ist ja dein Zimmer, ne? Ich finde es jetzt nicht so prickelnd. Meins ist schöner. Ich muss ja nicht in diesem kleinen hier sitzen. Okay, dann würde ich sagen, besichtigen wir mal dein Zimmer. Alter, wie man sich hier anhört. Holy shit, komm rein. Alter, das ist geil. Okay, dein Zimmer ist schon echt ein bisschen cooler. Mein Spiel, kann ich sogar TikTok hinzwangen. Okay. Ja, ja. Ich glaube, wir nehmen die Wohnung. Holen wir unsere Sachen rein. Oh, Lea, du siehst ja schon ziemlich gut eingerichtet aus. Ich bin fertig eingerichtet. Jetzt erklär mal, was du hier alles hast in deinem Zimmer. Also, erstmal hier, man sieht schon mein Bett. Ja. Einen schönen Teppich habe ich. Hier daneben mein Sitzplatz. Ja. Und ich muss chillen. Teddy, der wohnt hier mit mir zusammen. Hier eine Belüftung, sag ich nicht. Natürlich brauche ich einen Kleiderschrank, den habe ich hier oben hängen. Ja, und das war's auch schon. Praktisch auf jeden Fall und gemütlich. Wie sieht's denn bei dir aus? Mein Zimmer ist auch gut. So, Nachbarin. Wir sehen uns. Ab jetzt sind wir nämlich Nachbarn, Lea. Tschüss. Mein Kleiderschrank ist runtergefallen. Oh. Flash, guck dir das mal an. Die hat das größere Zimmer. Flash und ich ziehen in ein Zimmer, ne? Flash, komm. Komm, Flash, komm rein. Na, Flash, wie gefällt dir mein Zimmer so, hä? Na, Flash, wie gefällt dir mein Zimmer? Hey, Flash, Flash, wie? Feine! Mein Zimmer ist so scheiße. Feine! So, Flash ist dann nur mein neuer Mitbewohner. Ich würde sagen, verbringen wir mal ein bisschen Zeit hier drin. Vielleicht lebe ich mich ja hier ein. Okay, meine Freunde, Lea hat gerade das Haus verlassen und deswegen habe ich jetzt eine mega geile Idee. Ich habe schon das kleinere Zimmer, aber dafür werde ich mir jetzt eine coolere Ausstattung holen. Habe ich eine sehr gute Idee. Und zwar diesen Pool, Leute. Ja, er ist etwas groß, aber ganz ehrlich, Leute, scheiß drauf. Mein Zimmer soll jetzt nicht unbedingt die beste Schlafmöglichkeit sein. Es soll einfach cool aussehen, damit Lea sich einfach ein bisschen, weißt du, neidisch wird. Weißt du, so, also Lea muss einfach neidisch werden. So, vielleicht will sie dann auch das Zimmer tauschen. Mal sehen, wir gehen mal rein und bauen uns den Pool auf. Scheiße, mein Zimmer ist zu klein, Alter. So eine Kacke, ich hasse dieses Zimmer. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Der Pool nimmt mein ganzes Zimmer ein. Egal. Egal, Leute, Wassermarsch. So, dann lassen wir das Wasser mal ein bisschen laufen und dann habe ich das mega coole Zimmer. Mein Zimmer ist jetzt etwas klein, egal. So, jetzt gehen wir erstmal eine Runde baden. Woohoo! Alter, es ist so kalt. Was ist denn eiskalt? Es ist so kalt gerade. Scheiße, ist doch nicht kalt, Digga. Ich habe in meiner Wohnung Behitzung. Ist eine Behitzung, ja. Oh, ihr Behitzung, Digga. Tim, sei ehrlich, du bist neidisch auf mein Zimmer, oder? Ich bin richtig neidisch, ich will aber eigentlich richtig gern planschen. Junge, ja, Baby. Oh, Baby, Digga. Oh, ja. Okay. Echt Hammer. Scheiße, Mann! Aber ich red mir das doch alles schön. Das Zimmer ist einfach zu klein. Weißt du was? Wir müssen Leas Zimmer irgendwie erobern. Weißt du was? Wenn ich das Zimmer hier nicht habe, dann kann das gar keiner haben. So, mein Freund, wir haben das Trampolin jetzt herangestellt und ich werde das jetzt zerstören. Ich werde Leas Kumpel einfach zerspringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich mache gerade meine Übung, Lea. Nix. Warum machst du das alles auf? Ich weiß es nicht. Komm doch, geh in deine Wohnung, Lea. Ich wollte gar nichts machen. Scheiße. Warum ist das hier alles nass? Warum das hier nass ist? Was hast du gemacht?
keine Ahnung. Leute, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach mit Lea drin. Oh mein Gott! Tim, es geht nicht kaputt! Nein! Es geht nicht kaputt! Oh mein Gott! Nein, geh noch mal schauen! Junge! Ja! Ich wusste das! Meine Wohnung hält alles aus! Tschüss! Scheiße! Das kann doch nicht sein! Leute, scheiße! Mit meiner Poolaktion habe ich mir alles nass hier gemacht. Oh, so eine Scheiße. Langsam bekomme ich auch ein bisschen Hunger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, jetzt gibt's das Essen, Kami, und der Bier wird das Essen. Lea hat das bestellt? Ja. Oh, wie toll! Lecker Essen. Hallo? Hallo! Für wen ist das Essen? Ja, das ist Gourmet für das gute Haus natürlich. Aber ich habe doch auch für das gute Haus, das ist mein ja, Haus. Ja, dein Essen kommt noch. Okay, okay. Erste, Lea, jetzt Essen für dich. Für das gute Haus. Mein Essen? Ja, komm. Komm raus. Hi, Moni. Ach, super! Ja, super! Dankeschön, Moni. Ja, Gourmet. Und mein Essen kommt jetzt auch noch, ne? Jetzt kommt dein Essen auch ganz was Leckeres. Okay, toll, da freue ich mich. Dann bis Guten gleich. Guten Appetit, Lärchen. Lass Danke. Es dir gut schmecken. So, Mäuschen, schmeckt dir das Essen? Super, lecker, ne? Lecker. Lass es dir gut schmecken. Kommt mein Essen? Auch was zu essen, natürlich. Das ist ganz was Tolles. Oh, da freue ich mich. Lecker, immer. Ne? Hi! Das ist was Gutes, ne? Lass es dir gut schmecken. Jeder so, wie er es verdient hat. Warum hab ich so einen Pech gezogen in diesem Video? Oh Mann, Alter, das geht mir so auf den Sack. Hier ist alles nass. Ich will mir nicht ausziehen. Ey Leute, es hat auch noch angefangen zu regnen. Ich kann nicht mehr. Hä, aber bei Lea regnet es gar nicht. Warum regnet das nur bei mir? Hey! Das sieht so traurig aus. Da fehlt nur noch der Regen. Warum lässt es auf meiner Wohnung regnen? Still you had to let go. Oh, I wish that you hadn't pulled the trigger. Shut me down with my bitter heart. My blood is getting thicker. Es ist schon richtig dunkel geworden, jetzt kann ich auch langsam schlafen gehen. Ich glaube, Moritz geht auch gleich ins Bett. Leute, Lea schläft da hinten schon. Jetzt ist immer noch alles nass und ekelhaft, ich kann hier nicht schlafen. Deswegen habe ich mir jetzt was überlegt, Leute. Ich werde es hier einfach sie so lange nerven, bis sie rausgeht. Und ich werde einfach ein bisschen Spaß haben hier. Wie gesagt, mein Raum ist vielleicht nicht der größte, aber der coolste. Hier habe ich mir jetzt hier eine Disco-Kugel geholt und werde jetzt hier einfach ein bisschen Musik abspielen. Juhu, Baby! Das ist hier die Party-Kugel, Digga. Jetzt noch Musik. Ich mache hier meine Party gerade! Yeah, yeah! Mach es aus! Was willst du, Nachbar? Mach es aus! Du bist ein richtiger nerviger Nachbar. Mach es doch aus! Wenn du noch nicht aufmachst, dann rufe ich die Polizei! Rufe die Polizei! Juhu! Lass ihn! Du wirst schon noch sehen! Juhu! Ich höre schon auf, aber nur, wenn du mir dein Zimmer gibst. Sonst höre ich nicht auf, sonst werde ich dich die ganze Nacht quälen. Weißt du was? Nimm es einfach. Erstens total laut, total eklig, nass, total kalt, durchgesüpft, total stinkend. Total eklige Luft von Affen, die ganze Zeit liegen. Nasse Bett, Baby. Ich wollte da sowieso nicht übernachten. Ja. Leute, ich würde sagen, wir gehen rein. Okay, meine Freunde, jetzt geht der erste Teil des Videos los. Ich werde jetzt hier wirklich 24 Stunden übernachten. Ich hoffe mal, dass... Lea hat sich jetzt auch hier eine schöne Matratze reingetan. Einfach nice. Aber es ist nicht so schlimm, wie Lea das wirklich die ganze Zeit behauptet hat. Ah, es wird nicht so schlimm werden. Leute, gute Nacht. Leute, es ist genauso schlimm, wie Lea es meinte. Ich habe mein T-Shirt ist umgebunden, damit ich das nicht mehr so laut höre, aber es ist echt schlimm. Ich hoffe einfach, die Sonne geht endlich auf. Oh. Leute, die Sonne geht auf. Endlich. Hört euch das Geräusch an. Das Geräusch höre ich schon die verfickte ganze Zeit. Aber endlich ist es vorbei. Oh, endlich. Ich meine natürlich, Leas Wohnung war natürlich der Mega-Hammer. Also ich bin froh, ich würde da pennen. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Oh, war nice. Jetzt sag mal,
Wenn ich aber ausziehe, möchte ich aber nicht so weit weg sein von Mami und Papi. Bitte sag das. Los. Was gab? Wenn ich aber weg bin, möchte ich nicht so weit weg sein von Mami und Papi. Und Mami und Papi. Jetzt sag das. Okay, das sag ich jetzt. Los, komm. Aber wenn ich ausziehe, will ich nicht so weit weg. Seid von Mami und Papi. I'm not saying that. Okay.